So, weiter geht's mit dem Rennen 2 aus Bahrain. Nicht. Nix. So, was haben wir für Nachrichten? Ich würde sowas in der Art empfehlen. Okay. Dann gehen wir rein. Hier beginnt gleich das Training auf dem Bahrain International Circuit, kurz BIC genannt. Auf dieser Strecke gibt es zahlreiche Gelegenheiten zum Überholen. Das heißt, die Fahrer sollten sich unbedingt mit den Streckenbedingungen extrem vertraut machen, damit sie später wissen, wo und wann was geht. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. So. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Dann, let's go. So, erste freie Training. Erstmal paar Runden. Warte mal kurz, ich muss was umstellen. Das ist sonst zu heftig. Sollte jetzt deutlich besser sein. Ja, fühlt sich schon angenehm an.
bisschen konzentrieren, vor allem hier im letzten Teil. Gut. 1,5 Sekunden vorne. Kann man damit leben. So, schaffen wir es vielleicht noch eine Sekunde nochmal drauf zu packen? Und 31,6. Der erste Sektor. Bisschen verloren gerade. So, jetzt versuchen wir nochmal eine Zeit hinzulegen. So. Sehr schön. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Vettel und Lukas Weber. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1.
man so leben. So. Weiter geht's mit Ring 2. Dann auf. Das sieht schon mal gut aus. Zweiter Sektor auch, sehr gut. Und der dritte Sektor. Der erste Sektor. Entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program.
Try to run it before the end of FP3 if you can. So. Schon mal wieder eine gute Sekunde der Abstand nach hinten. Wird wohl erfolgreiches Wochenende. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Gasly und Kevin Magnus. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Dann rein in Training 3. So. So, dann let's go. Training Nummer 3. Jetzt machen wir den Soft in den schnelleren Reifen. Mal direkt den Zielmischung auf Fett stellen, das vergesse ich nämlich auch jedes Mal. Oh, das ist ein Toro Rosso. Mal gucken, welcher das ist von denen. Okay,
Jetzt sagt er, sagt schon mal Violett. Das ist gut. Und der ist die Bestzeit. Albon ist es. So, dann immer schön jetzt den Windschatten noch mit bei dem Jungen. Schade. Das hat uns auf jeden Fall Zeit gekostet. There's three laps of fuel remaining. Okay, you're in the top 10. So. Gut. Standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Bottas und Sergio Perez. Oh, es war knapp. Da müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Mhm. Ja, gut. Trotzdem vorne. So,
Gut, das war das freie Training. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr mit dem Qualifying hier aus Bahrain. Wetter bleibt trocken, das ist immer gut. Ja, bis dann.